Hallo Welt, da sind wir wieder und wir erstellen einige Sachen an unserer Waffenwerkbank. Erstmal Was baust du da? Müssen wir nämlich etwas mehr Power haben gegen diese Supermutanten. Mal sehen, wie wir diesen Nachtsicht- und Dreifachlauf-Raketenwerfer noch aufrüsten können. Fangen wir doch mal ganz oben auf. An, meine ich, mit dem Dreifachlauf. Schaden hat er jetzt 150. Okay. Vierfachlauf kann er noch. Feuerrate ist dann schneller. So wäre die Feuerrate noch schneller. Was braucht er denn dafür? Naja, komm, die Sachen, die kosten ja eigentlich nichts. Gewicht. Okay, er würde auch schwerer werden, aber egal. Schraube, Kleber, Kleber, Aluminium. Okay, anfertigen. Und Nachtsicht, Zielfernrohr, hat das Ding ja schon drauf. Wie wäre es denn mit dem Zielcomputer? Was kann der denn? Erfasst das Ziel, abdrücken und vergessen. Ach so. Oh ja, sowas ist doch auch schön. Präzision lässt nach. Ah, das wäre wieder nicht so gut. Obwohl. Nachtsicht. Du siehst gefährlich aus. Überlegene Vergrößerung. Bist du nicht meinetwegen hier. Und Präzision durch das Nacht. Durch das Visier. Zielcomputer. Die Präzision lässt dann aber ordentlich nach. Erstmal gucken, was das andere hier noch kann, der Stabilisator. Wenn du noch nicht in Greygarden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Das ist schon das Beste. Ja, bleibt nur noch Nacht. Nachtsicht, Zielfernrohr oder nicht. Oder Zielcomputer. Aber wenn die Präzision und das. Wenn die Präzision vor allem so darunter leidet, meine ich, ist das nicht sehr viel besser. Lassen wir es so. Lassen wir es so und schauen uns das Sturmgewehr mal näher an. Und wie wir das dann verbessern können. Schaden 30, das muss mehr. Das ist definitiv zu wenig. 33. Okay. Verbesserter Verschluss, 52 Schaden. Feuerrate wird auch nochmal verbessert. Ja, ich denke, das nehmen wir dann. Noch eine höhere Feuerrate, ich weiß nicht. Na, wir gucken erstmal, dass es mehr Schaden macht. So, das mit der Feuerrate gefällt mir auch nicht immer so gut, weil es so schnell dann die Munition raushaut. Also nehmen wir erstmal den verbesserten Verschluss hier. Oh, das ist teuer. Aluminium, Aluminium, Öl. Ja, leider Öl. Aluminium, sonst Kleber, Zahnräder und Öl. Naja, gut. Man gönnt sich ja sonst nicht. So, verlängerter Lauf, was kann der? Aha, perforierter Lauf. Oder belüfteter Lauf, hört sich ja auch gut an. Ja, belüfteter Lauf hört sich noch am besten an. Was kann das denn? Überlegene Rückstoßdämpfung, überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier, mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Ja, das nehmen wir dann auch einmal. Okay, Schraube, Stahl, Kleber, Kleber, Aluminium, dreimal. Jetzt sind aber alles teure Modifikationen hier, finde ich. Vollständiger Kolben. Entschuldigung. Hat Präzisionskolben, könnten wir noch dran schrauben. Dadurch wird sich nichts verändern, er wird einfach nur schwerer werden. Der ganze Apparat. Genauso wie bei... Ach nee, hier wird sich die Präzision doch verbessern. Rückstoßdämpferkolben. Ist jetzt nicht viel, aber ich glaube, das nehmen wir einmal. Feder, Aluminium, Schraube, Kleber, Gummi. Oh. Naja. Okay, mal sehen. Hier haben wir eigentlich nur noch was, was das Gewicht verschlechtert.
Schnellladetrommelmagazin. Außergewöhnliche Magazinkapazität, verbesserte Nachladegeschwindigkeit. Ja, sowas brauchen wir auf jeden Fall. Koste es, was es wolle. Federölschraube und Kleberaluminium. Okay. Dann haben wir das Visier, Standardvisier. Also das wird alles nur an der Präzision was verbessern und die beste liegt bei 113. Also können wir uns hier wieder überlegen, wollen wir das Nachtsicht-Langreichweiten-Zielfernrohr oder das Aufklärungszielfernrohr? Ja, ich bin immer so für Nachtsicht eigentlich ganz gerne zu haben. Aber das Aufklärungszielfernrohr wird hieran sehr viel besser aussehen. Egal, wir nehmen das Nachtsichtding. Aluminium, Aluminium, Schaltkreise, Glasfaser, Optik, Glas, Glas, Kleber, Kleber, nukleares Material. Na gut. Und zum Schluss noch keine Mündungsbremse. Auch hier können wir gar nicht mehr so viel jetzt an der Reichweite nur noch verschlechtern an für sich. 203. Kompensator, verbesserte Rückstoßdämpfung pro Schuss. Verbesserte Rückstoßkontrolle, verringerte Reichweite. Ja, leider. Außergewöhnliche Rückstoßkontrolle, erhöhte Rückstoßdämpfung pro Schuss, unterlegene Reichweite. Und der Schalldämpfer, was bringt der uns? Dämpft das Schussgeräusch, außergewöhnliche Rückstoßdämpfung pro Schuss, verbesserte Rückstoßkontrolle und mangelhafte Reichweite. Müssen wir denn mit dem Ding so weit schießen? Ja, wir nehmen den Schalldämpfer jetzt, der ist doch der beste. Aluminium, Kleber, Kleberschraube und Plastik. Ja, ist ja jetzt auch nicht so teuer. Na gut. Ja. Okay, dann sollten wir die beiden Waffen jetzt nochmal umbenennen, die wir da haben. Wenigstens irgendwie, damit wir sie nicht zerlegen oder wegwerfen oder irgendwas. Wie können wir sie denn jetzt nennen hier? Wenn wir jetzt 0-0 sagen, wäre das Ding ja ganz oben. Haben wir 0 denn schon belegt? Ich glaube nein. Oder geht auch sowas hier? Geht auch. Raute müsste der ja eigentlich auch dann oben sein. Okay, Sturmgewehr. Nachtsicht. Sonst kann das ja nichts. Ja, und es landet ganz oben, wie ich dachte schon. Okay, und T. Raketen. Achso, auch mit Raute davor. Raketenwerfer. Nachtsicht. Auch das landet oben. Das hier können wir eigentlich auch nochmal umbenennen. Ich wollte das eigentlich alles in Großbuchstaben sehen. So, Raute, Unterstrich und Sturmgewehr, Unterstrich, ja, Nachtsicht. Na gut, jetzt haben wir in dieser Folge fast nur hier modifiziert, zwei Waffen. Ja, aber das müsste sich dann ja auch lohnen dann beim nächsten Mal. Verlassen, ja. Was baust du da? Boah, es ist sogar schon dunkel geworden.
Aber mit den Waffen sollten wir jetzt bestens gewappnet sein gegen die Überzahl an Supermutanten da drüben. Und beide Waffen haben Nachtsicht, oder? Die müssen wir doch jetzt gleich erstmal ausprobieren, die Waffen. Raketenwerfer, Sturmgewehr. Okay, Nachtsicht sieht ja genauso aus wie bei den anderen Nachtsichtsachen. Hier nehmen wir mal die Kronkorken, Fusionszelle, 45er Patrone, Splittergranate, Maulwurfsrattenfleisch, durchdringende Planke und Lasergewehr, alles mit. Wir brauchen jetzt wieder Kram ohne Ende. Kronkorken, 38er Patrone, automatisch Impro-Gewehr. Nehmen wir auch mit. Und hier liegt noch. Zwei liegen hier noch. Okay, Supermutantenbeast hat Kronkorken, Fusionszelle, Vorschlaghammer, Lasergewehr. Und der Supermutantenvollstrecker, Kronkorken, Splittergranate, erhitzt, Superhammer und eine Planke. Ja, dann wissen wir ja vom letzten Mal, dass wir hier noch einen legendären Supermutanten haben. Allerdings nicht auf der Seite, sondern hier. In einem kleinen Häuschen oder einer Werkstatt, was auch immer das sein mag. Oh, ein Tresor. Silberbarren. Interessant. Haben wir auch noch nicht gefunden bis jetzt. Vorkriegsgeld. Knochen der rechten Hand. Nein, danke. Erstmal keine Knochen. Nicht für uns. Aha, mal sehen, was das Ding jetzt kann. Warte, da draußen ist was. Wow. Also Rückstoßdämpfung kann was. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Oh, das ist ganz gut, das Gewehr. Schuss da drin. Das ist gut. Ja, richtig gut. Das Gewehr gefällt mir schon mal. Oh Mann. Ja, dann müssen wir aber gleich einen Perk nehmen, damit wir noch mehr tragen können, wenn wir das jetzt auch immer mit uns rumschleppen wollen. Einer ist noch da. Ist das ein Hund? Oder ist das ein Mutant? Oder ist das ein Mutantenhund? Ja, toll. Als ob wir nicht schon genug verstrahlt werden. Ach, das ist vielleicht nur so ein. Ja, da steht's doch um. Oh, ja, die Waffe hat sich gelohnt. Das könnte fast unsere neue Lieblingswaffe werden. Oh, 556er Patrone, Schaltplatte, Militärstandard, Vakuumröhre. Ja, wir brauchen alles jetzt. Nein! Das! Scheiße! Ah, ich habe sie nicht gesehen. Sonst hätte man sie noch aufsammeln können. Ich habe schon gedrückt den richtigen Knopf. Aber nicht auf die Granate, auf die Splittermine gezielt. Ach, was soll's. Wir nehmen das hier, die Kronkorken, Maulwurfsrattenzähne. Oh, ja, ja. Scharf, Sündrüstung, linker Arm. Plus Charisma und Intelligenz. Ja, das ist ganz gut. Fusionszelle, der hat ja nicht viel dabei gehabt dafür, dass er so ein legendärer Supermutantenmeister war. Aber diese Sünd-Sachen, die sind ja doch immer ganz gut. Aber wie hat er die Mine dahin geschafft? Schraubenschlüssel, Kronkorken nehmen wir mal mit. Kronkorken, Haarklammer, Superkleber, Schraubenzieher. Alles gut.
Oh, ja. Sehr schön. Munitionskiste. 45er Patronen kriegen wir noch, 556er, 38er Patronen. Und hier nehmen wir auch diesmal den Einkaufskorb mit und die beiden Wodkaflaschen auch. Wir sollten auf den Tag warten, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, macht's gut. Tschüss.